Hallo und herzlich willkommen beim Science Lab. Ich bin der Mike und ich habe euch dieses Mal meinen Kollegen Florian mitgebracht. Wir vom Science Lab werden oft gefragt, was macht ihr da eigentlich? Ja, ein Teil davon, den zeigen wir euch jetzt mal. Dieses Mal in einem kleinen Teaser-Video, in ein paar Wochen noch in einem größeren Exemplar. Aber jetzt erstmal hiermit ganz viel Spaß. Als ich gehört habe, dass unsere Schüler an Roboterprojekten arbeiten sollen, ja, war ich erstmal ein bisschen aufgeregt, denn ich muss ehrlich sagen, dass ich von diesen ganzen Sachen nicht so viel Ahnung habe und da froh war, Unterstützung zu bekommen. Das war super. Als ich gesehen habe, mit welcher Vorfreude und Begeisterung die SchülerInnen schon die einzelnen Geräte ausgepackt haben und ausprobiert haben, da war mir eigentlich schon klar, dass das Projekt genau in die richtige Richtung geht. 10 Milliarden Menschen soll dieser Planet mit seinen Ressourcen ernähren. Wie schaffen wir das? Verkehr der Zukunft ist ein weiteres Problem. Wir haben etwa 2000 Tote jedes Jahr durch Unfälle. Muss das denn sein? Die jungen Menschen an der Helios-Schule haben all diese Technologien, Robotik, Internet of Things, Sensorik, künstliche Intelligenz in die Hand bekommen. Wir wollten schauen, was sie damit machen. Auf welche Ideen kommen Schülerinnen? Wo brauchen Schülerinnen Unterstützung, zusätzliche Lernhilfen, um noch bessere Ideen zu entwickeln? Das sind Fragen, denen wir in diesem Projekt nachgehen. Ich glaube, man unterschätzt immer wieder die Kreativität der SchülerInnen. Wenn man ihnen den Raum gibt, dann kommen da auch wirklich tolle Sachen bei rum, an die man manchmal selber gar nicht denkt. Und ich glaube, wir Lehrkräfte und auch an der Universität, man stellt sich immer ganz viel vor und manchmal denken die Kinder noch viel, viel weiter. Wenn SchülerInnen mit Hilfe der Gegenstände in der Lage sind, Fragestellungen zu beantworten, die unser aller Zukunft betreffen, sei es jetzt Fragen der Bewässerung oder Fragen von nachhaltigen Transportwegen, dann sind das ja Fragestellungen, die angeknüpft werden an die Global Goals. Und ich glaube, die SchülerInnen haben das schon gut verknüpft. Schule ist Zukunft. Und diese Zukunft gestalten wir mit den SchülerInnen und den LehrerInnen der Helios-Schule hier gemeinsam.